hier in Bad Steen. Ich hoffe, ihr seid alle bei bester Gesundheit. Manchmal kann ich nachts nicht einschlafen. Von der Seite wäre vielleicht für mich eine Kur auch mal ganz angebracht. Aber ich habe mir jetzt einen Fernseher gekauft und da zapp ich mal immer so durch die Programme durch und bleibe dann immer hängen. Bei solchen Sendern wie Phoenix beispielsweise oder NTV, die bringen nachts bis 4.30 Uhr immer solche Reportagen, die ich sehr interessant finde. Am liebsten gucke ich mir so solche Weltuntergangsreportagen an. Meistens immer sowas wie irgendwie ein Meteorit kommt und so zerschmettert die Erde und was passiert und so. Ne? Und was dann 1000 Jahre nach der Menschheit und so, solche Filme, sehe ich da sehr gern. Und in einem dieser Sendungen bin ich auf etwas aufmerksam geworden, da hat man mir erzählt, dass, wenn man sich das Universum so betrachtet, dann sind lediglich 5% dessen, was es so im Universum gibt, ergründete 5%. Von den anderen 95% weiß keine Sau, was das eigentlich sein soll, was da drin ist. Und diese 5%, also das sind so unsere bekannten Moleküle und Strukturen, die es so gibt, woraus hier mein Keyboard besteht, meine Gitarre und meine Haare und so. Und ja, die anderen 95% sind völlig unbekannt und man hilft sich da jetzt erstmal gerade mit dunkler Energie und dunkler Materie und versucht das irgendwie so zu nennen. Und ich habe überlegt für mich, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Information um? Also wenn das jetzt so 50-50 gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, dann legen wir die Information beiseite, ist irgendwie gut. Aber so 95% zu 5% ist schon sehr schwerwiegend. Ich habe dann mir gedacht, okay, mit der Situation geht man nur damit um, indem man sagt, okay, wir sollten uns vielleicht einfach nicht mehr so ernst nehmen. Das ist die eine Variante, die finde ich jetzt nicht so gut. Die zweite Variante finde ich wesentlich besser, dass man endlich mal wieder begreift, dass wir in diesem Universum tatsächlich etwas Besonderes sind. Aber das nicht einfach nur begreifen, sondern vielleicht uns wieder mal anfangen, dementsprechend zu verhalten. Das denke ich und sage danke für nix. We'll be right back.
etwas zu gehen. Thank you.